Hallo, Haifa im Hinterhof, herzlich willkommen. Die kleinen Dinge können es teilweise extrem schwer machen. Wie auch hier, Sie bekommen eine Anlage geliefert, haben sich die kommen lassen und stellen fest, oh, da sind ja Anschlüsse dran, die ich gar nicht kenne. Das heißt, da sind hinten Stöpsel drin, wie der Fachmann sagt. Die lassen es natürlich nicht zu, ein Kabel zu verwenden, wie wir es zum Beispiel anfertigen mit Bananensteckern. Das gleiche trifft auf den Lautsprecher auch zu. Ich zeige Ihnen jetzt einmal ganz kurz, wie Sie diese Stöpsel entfernen können. Mittels eines spitzen Gegenstandes oder eines kleinen Schraubenziehers können Sie diese Stöpsel hier entfernen. Da gibt es unterschiedliche Formen. Hier beim Verstärker ist es noch leichter. Stöpsel raus und schon sind die Anschlüsse vorgesehen. Für einen Bananenstecker. Ich löse jetzt quasi hier die Madenschrauben des Bananensteckers, um das abisolierte Kabel hier in das Loch einzuführen und die Schrauben dementsprechend wieder anzuziehen. Und dann haben wir schon eine ganz sichere Verbindung hergestellt. Schrauben die Kappe drauf, dass sich hier die einzelnen Adern nicht gegenseitig berühren können. Und das ist eine sehr sichere Verbindung, hat eine sehr große Kontaktfläche, eigentlich die feinste Form, Lautsprecherkabel an den Verstärker zu bringen. Die einfachste Form, Lautsprecherkabel an den Verstärker bzw. an die Lautsprecher anzubringen, indem Sie das abisolierte Stück Plus und Minus an den Verstärker anbringen. Beim Lautsprecher sind die Anschlüsse im Prinzip wie beim Verstärker gestaltet, das abisolierte Kabel durch das Loch führen und ordentlich festziehen. Eine weitere Form der Verbindung ist der sogenannte Kabelschuh. Das gleiche Prinzip wie mit dem Bananenstecker, das Kabel an den Kabelschuh anbringen, unter das dafür vorgesehene Terminal bringen und festspannen. Das ist die Hohe Schule der Verbindungen. Ein B-Wiring, also ein doppeltes Kabel in einem Kabel. Die Verstärkerseite, die Lautsprecherseite. Viele Lautsprecher haben ein doppeltes Anschlussfeld. Wenn die Lautsprecher ausgeliefert werden, sind die Plus-Plus und Minus-Minus mit einer Brücke versehen, sodass ein einziges Kabel ausreicht, um diesen Lautsprecher zu versorgen. Wenn ich diese Brücken entferne, halbiere ich förmlich den Lautsprecher. Das heißt, gehe ich hier oben rein, würde ich nur den Hochtöner hören. Gehe ich hier unten rein, würde ich nur die Bässe hören. Dieses Kabel, dieses B-Wiring-Kabel, verbindet die beiden Hälften wieder zu einem Ganzen. An den Verstärker angeschlossen, ein Lautsprecher ist versorgt. B-Wiring. Der Vorteil dieser Verkabelungsart ist folgendermaßen: Die Lautsprecherchassis, also die Systeme der Hochtöner und der Tieftöner, werden ja angetrieben durch den Strom und gehen wieder zurück. Magnet und Spule, Magnet und Spule. Hier eine viel größere Bewegung als hier. Das heißt, der Strom vom Bass fließt getrennt wieder zurück zum Verstärker, beeinträchtigt nicht den Signalfluss des Hochtöners. Das ist der theoretische und praktische Vorteil.